Willkommen allen Freunden der sehr, sehr hochwertigen Unterhaltung. Wieder einmal haben wir 2 Stunden für euch vollgepackt mit fantastischen Themen rund um das Thema Videospiele. Und alle, die heute eingeschaltet haben, haben einen ganz besonderen Tag erwischt. Denn ihr werdet Zeuge von einem grandiosen Neustart hier bei uns bei Giga Games. Was das genau ist, werdet ihr innerhalb der nächsten 8 Minuten erfahren. Vorher machen wir aber die klassische Runde und fangen natürlich in dem Bereich an, der am aller tollsten ist, nämlich dem Konsolenbereich. Und ich bin heute ein bisschen alleine. An dieser Stelle gucke ich kurz hinter mich, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Bin heute leider alleine, deswegen ist aber nichtsdestotrotz ein fantastisches Thema für euch am Start. Übrigens willkommen, Eddie. Schön, dass du auch Zeit gefunden hast zu kommen. Hätte keiner gemerkt, wenn du einfach normal weitergemacht hättest. Ich wäre an meinem Platz gewesen. Aber du weißt, ich meine, ich lasse mir keine Gelegenheit entgehen, dich irgendwie bloßzustellen. Nein, wir freuen uns, dass das trotzdem geschafft hat. Aber für euch habe ich heute ein fantastisches Thema, denn zum einen berichte ich von meinem Event in London, wo ich von THQ eingeladen worden bin, um mir deren Wrestling Games Lineup anzuschauen. Die hatten unter anderem WrestleMania 19, Raw 2 und SmackDown Here Comes the Pain. Und ich präsentiere euch ein kleines Interview plus natürlich auch ein paar Szenen aus dem Spiel. Und dann in der 2. Stunde gibt es Evil Dead, A Fistful of Boomstick. Und damit komme ich zu dem, was ich liebevoll Verräter nenne, nämlich den Simon. Ich bin ja absolut unschuldig. Ich mache heute hier, wie vielleicht einige schon gemerkt haben, warum ist der Patrick so hübsch geworden, die Vertretung für unseren verehrten Maxer, der hier übrigens eine beeindruckende Ordnung hält. Faszinierend, ich muss auch sagen, der Max-Bereich hat sich wirklich gemausert. Wir sollten einfach die Tische austauschen. Ich meine, die klassischen Giga Games benutzen Essteller, sind der ist von mir. Auf jedem. Oh. Den lasse ich jetzt auch einfach. Oh. Das, ich will ihm auch zeigen, dass ich mich hier wohlgefühlt habe, den Patrick. Ich finde auch. Aber du hast dich bereit erklärt, heute ein bisschen hier im Max-Bereich den Patrick zu vertreten. An dieser Stelle natürlich gute Besserung dem lieben Patrick, was auch immer er hat. Ich traue diesen Krankmeldungen ja ohnehin. Ja, so ein Tag nach dem CSD und ne, man weiß ja nicht. Patrick. Ja. Naja, wir werden das noch recherchieren. Der investigativ Street Day. Der Patrick. Ja. Was hast du denn vorbereitet? So unvorbereitet, wie da du eigentlich fängt es heute schon an. Erwischt wurden. Eigentlich konnte ich nicht wirklich was vorbereiten, aber Mensch, so ein Glück, da habe ich doch tatsächlich noch 2 Halo-Movies gefunden, die ich noch nicht gezeigt habe. Ich glaube, die einzigen 2, die es im Netz gibt. Ich weiß und ja nicht. Die sind aber gut und die haben auch nichts mit den von unserer Community leider ungeliebten Blood Gulch Chronicles zu tun. Was ich gar nicht verstehe. Verstehe ich auch nicht. Ja. Aber die sind was ganz anderes, da sieht man auch ein bisschen Skills und Taktiken für Multiplayer-Gefechte, sehr, sehr geil. Und dann zocke ich noch ein bisschen Eve of Destruction, einfach nur aus dem Grund, weil ich kein anderes Thema habe. Gut vorbereitet wie immer und trotzdem kompetent. Eddie, tut mir leid. Ich hab wenigstens eine Ausrede. Ja, was denn? Ich habe gerade mit unserer reizenden Maske darüber diskutiert, wie die Mehrzahl von Kiosk ist. Kioske. Ich bin ja der Meinung Kiosks. Kiosks. Nein, schreib's ihm nicht. Er weiß, dass das falsch ist. Oder ihr braucht ihm nicht zu schreiben. Kioska. Kioskum. Dekliniere Kiosk. Deklinieren? Okay, komm zu deinem Thema. Egal. Konjugieren, das machst du mit Verben. Dann macht man konjugieren. Ich habe ja konjugieren gesagt, was es, glaube ich, gar nicht gibt. Man muss ihn gar nicht bloßstellen. Er macht das gerne von alleine. Ich habe heute... Gib uns deinen Themen. Genau, ich habe nicht ein wirklich geiles Thema. Viele, viele wollten es schon am Freitag sehen. Ich musste mir ein bisschen Zeit lassen, um reinzukommen. Und zwar geht es um Warcraft 3, The Frozen Throne. Schweres Wort. Sag mal 6-mal schnell hintereinander. Frozen Throne. Nein, The Frozen Throne. The Frozen Throne. Vergiss es. Oh mein Gott. The Frozen Throne. This das Add-on zu Warcraft 3, The Frozen Throne. Und habe ein bisschen gespielt. Ich muss sagen, es macht wirklich eine Menge Spaß. Und da werde ich heute versuchen, ins Detail zu gehen. Die Betonung liegt auf versuchen, weil es ist so gigantisch komplex, dass ich es nur versuchen kann und nicht wirklich schaffen werde wahrscheinlich. Eddie, für diesen Versuch sind wir dir alle verdammt dankbar. Okay. The Frozen Throne. Er hat aber recht. Warum machen die Entwickler immer so komische Namen? Sollten sich was Schönes einfallen lassen, was melodisch klingt, sowas wie Alex. Ja, hallo Michi. Ne? Alex, endlich mal wieder hier auf den Sesseln, was ja was damit zu tun hat, worauf ich gleich zu sprechen komme. Ja. Aber ich finde, du hast die komplette Zeit, die ich dir bieten kann, auch verdient. Und deswegen freue ich mich darauf, was du heute fantastisch im Free-and-Fun-Bereich hast. Ja, ich habe heute wieder ganz tolle Sachen. Und zwar geht es natürlich weiter mit unserem Minigame, unserer Aktion. Ne? Die Community und Entwickler und wir entwickeln zusammen ein Spiel. Brauche ich gar nicht mehr groß erklären. Der rosa Farben mit
Pink. Genau, der pinke war Hai zusammen gemischt. Rosa Pink. Geht bald auf seine Mission. Die Story steht. The Frozen Throne. Ja, die Story steht bald fest. Und heute geht es zur Namenskategorie. Gerade war noch japanisch-chinesische Namen vorne. Japanisch-chinesische Namen? Ja, ein pinker Wahai mit einem japanisch-chinesischen Namen. Yukutsi und sowas. Jujutsu. Okay, so. Außerdem habe ich noch ein ganz tolles Spiel. Rettet den Wal, sage ich da nur. Ganz kurz, ich habe noch ein ganz tolles Spiel im Free-and-Fun-Bereich, und zwar, wie man einen Text kodieren kann, mit einem Geheimcode verschicken kann. Und da, ich erzähle gleich mehr dazu. Okay. Ich sehe schon, du bist gestresst, du musst los. Ich bin nicht gestresst, aber ich bin gespannt. Okay. Und gespannt bin ich vor allem deswegen, weil es mir jetzt darum geht, was ich die ganze Zeit schon angekündigt habe. Nämlich um dieses charmante Exemplar eines männlichen Netzreporters, nämlich den Thomas. Und normalerweise fragt ihr euch ja wahrscheinlich jetzt, was macht der denn hier? Gehört ja normalerweise in die Nachmittagssendung. Aber ich verkünde es nun laut und stolz. Dieser junge Mann hat es endlich geschafft, in die Oberliga zu kommen. Endlich hat er seinen Bereich hier bei uns bei Gear Games gekriegt. Und am besten stellst du mal selber vor, oder? Ja, Mobile Games, so heißt das Ganze. Ist seit heute Mittag schon online. Ich habe schon ganz viele E-Mails bekommen. Thomas, was ist mit dir los? Ja. Gehst du zu den Gamern? Gehst du zu den Teufelskern? Hörst du auf am Nachmittag? Nein. Klär die Gerüchte. Ich mache beides quasi. Der Mann, dieser Mann. Ich, für euch zerreißt er sich gerade so. Ich bin quasi so wichtig wie Simon, der auch heute Nachmittag schon bei uns drüben war. Ja. Und jetzt auch hier ist. Aber der bricht ja zusammen, wenn er das eine halbe Woche macht. Ja, frag mich mal, wie es gerade meinen Waden geht, weil ich komme direkt vom Fußball. Und wir hatten heute den ersten Waldlauf und ich bin völlig am Ende. Ich hoffe, ich kann das noch durchstehen gerade. Durchstehen ist auch echt, weil ich muss ja stehen, ich darf ja nicht sitzen. Du arme Sau. Mobile Games, Spiele rund ums Handy. Mhm. Wird eine ganz interessante Sache. Es wird schon auch wild diskutiert, ob dieser Bereich überflüssig ist oder ob er fantastisch ist. Die Meinungen gehen von supergeil bis hundsmiserabel. Am Anfang immer, aber ich glaube, du wirst hier von was Besseren überzeugen. Ich glaube auch. Vor allem haben wir heute gleich direkt ein sehr geiles Spiel. Vor allem, glaube ich, für euch Consoleros. Absolut. Ein sehr bekanntes Spiel. Absolut. Rayman 3. Ja. Das gibt es fürs Nokia 3510i. Mhm. Das habe ich hier schon liegen. Wir haben eine total geile Apparatur gebastelt bekommen von unseren Technikern, die ich auch gleich vorstellen werde. Müssen wir auch loben, die Jungs. Die haben wieder echt was zusammengebastelt, was richtig cool aussieht. Auf jeden Fall. Ansonsten stellt sich der Bereich online genauso dar wie der Konsolen, PC oder Macs oder Free and Fun oder Inside-Bereich dar. Ja. Mit Newsartikeln, mit Votes, mit einem Win-Bereich und natürlich auch mit ein paar Infos zu der Hackfresse von mir. wenn mich also niemand von Nachmittags noch nicht kennt, dann kann er sich auch da noch ein bisschen informieren. Aber gibt es bestimmt nicht viele. Hauptaugenmerk natürlich auf die Welt der Handyspiele, die ja immer größer wird. Und da es immer mehr Handys gibt, gibt es immer mehr Spiele. Und wir haben viele Mails gekriegt, wo die Leute immer gesagt haben, stellt doch mal ein bisschen mehr davon vor. Und das haben wir uns zu Herzen genommen. Und deswegen komplett absolut ebenbürtig mit allen anderen Bereichen auf vollkommen oben rein und mit einem sehr kompetenten Netzreporter. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was uns das präsentiert. Werden wir sehen. Wir werden mal gucken, was der Sport- und Fun-Netzreporter am Nachmittag als Mobile Games Sense Reporter am Abend. Hast du dann so eine Telefonzelle, wo du immer reingehst und dann in der nach der Nachmittagssendung dich genau in ein Heldenkostüm stürzt? Ja, ich werde quasi durch die Telefonzelle unten unterirdisch hierher geleitet und komme dann genau hier wieder raus. Ja, und das, keine Zeitverzögerung. Und das jeden Abend. Ja. Wow. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wollen wir gleich mal gucken. Du hast auch dann direkt deine Premiere hier bei uns gleich im Anschluss. Da bin ich wirklich auch sehr, sehr gespannt. Und ich auch. Werd sehr aufmerksam natürlich zuschauen. Und in der nächsten Zeit wird der junge Mann das für euch aber auch weiterhin übernehmen. Falls ihr also noch nicht wusstet, was es auf Handys für tolle Games gibt, der junge Mann ist für alle Fragen rund um Handy-Games zuständig. Von nun an und wahrscheinlich für immer und ewig. Für immer und ewig. Toi, 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 da sind wir sehr gespannt. Darüber hinaus in den nächsten zwei Stunden für euch natürlich die normale Kompetenz, die ihr gewohnt seid. Deswegen bleibt einfach gemütlich vorm Fernseher sitzen und genießt mit uns die nächsten zwei Stunden Giga Games. Wenn ihr unserem Netzreporter-Kollegen Etchengadi helfen wollt, dann tut es, indem ihr ihm einfach eine Mail schickt mit den besten Michael Jackson-Songs ever.
Und wir meinen nicht unsere Ex-Kollegin Eva, nein, wir meinen den besten Michael Jackson-Song Song aller Zeiten. Den sucht nämlich jetzt gerade in seinem PC-Bereich. Ob er das heute schafft, ich bezweifle das, denn es gibt so viele gute Michael Jackson-Songs. Das soll uns jetzt aber auch nicht weiter stören, denn wir haben ein tolles neues Thema im, auf der Website von Giga Games, nämlich den Bereich Mobile Games. Und den werde ich ab sofort und für immer für euch abends moderieren, durch die Sendung führen. Und wenn ihr nicht wisst, um was es sich handelt, dann klickt einfach mal direkt drauf. Mobile Games, die lustige Handyspielewelt, sie wird euch hier näher gebracht. Und wir starten direkt heute durch mit einem Konsolenklassiker. Ich habe es ja Michael schon gerade angedeutet. Das handelt sich um Rayman 3, ein Jump'n'Run-Spiel der Extraklasse. Da konnten mir auch meine Kollegen hier am Abend nur zustimmen. Das hier der Artikel dazu. Ganz normal, wie jedes Spiel, wird es auch zu jedem Handygame einen knackigen Artikel geben mit einigen Informationen. Das ist der Rayman 3-Artikel mit natürlich auch Infos hier unten, denn es ist nicht so, dass jedes Handygame für jedes Handy auch zulässig ist. Nein, auch Rayman 3 ist beschränkt auf drei Handytypen, und zwar in diesem Fall das Nokia 3650, 3510i und das 7650. Solltet ihr also eines dieser drei Handys besitzen, habt ihr die Möglichkeit, euch das Spiel runterzuladen. Wie das funktioniert, zeige ich euch gleich. Vorher wollen wir doch mal jetzt direkt ins Spiel einsteigen, und dazu gibt es diese geniale Apparatur, die der Sebastian mal mit seiner Handkamera kurz abfilmen kann, bevor wir dann direkt ins Spiel gehen. Das wurde gebastelt von Itzig, einem unserer begnadetsten Techniker überhaupt in diesem Hause. Und wir sind also hier direkt im Menü drin. Ganz normal, wie in jedem Spiel, gibt es hier die Möglichkeiten für euch, den Ton einzustellen, eine Hilfe aufzurufen oder auch ganz einfach eine neue Partie zu starten. Und das wollen wir jetzt einfach mal tun, denn euch interessiert ja, wie sieht Rayman 3 für dieses Handy aus? Und ich kann euch verraten, es ist beeindruckend, was diese Handys momentan schon imstande sind zu leisten. Hier sind wir direkt im Spiel oben, ganz klar, habt ihr euer Leben. Und ansonsten kann ich euch nur sagen, geht's hier auch los. Mit ein paar Informationen. Und das erste Level gestaltet sich noch relativ einfach. Das freut mich vor allem, der ich nicht unbedingt der Games-Spezialist bin. Das wisst ihr selbst, denn ich mache ja am Nachmittag ganz normal meinen Sport- und Fun-Bereich. Aber es ist auch nicht wirklich schwer, hier durch dieses Level zu kommen. Ihr habt die verschiedenen Tasten, die wiederum dann auch für verschiedene Moves gut sind, sprich springen oder auch ducken oder diese Schlinge eben, die ich gerade geworfen habe, zu benutzen. Und ansonsten müsst ihr nur zusehen, dass ihr möglichst heil durch diese Level durchkommt, denn so richtig einfach ist es dann doch nicht, denn es erfordert schon eine gewisse Geschicklichkeit in den Fingern, durch diese ersten Dinger zu kommen. Ihr habt es gesehen, ich wäre fast abgestürzt, habe aber das Glück, dass ich es hier noch geschafft habe. Und ansonsten gibt es hier noch dann einige Sachen zum Aufsammeln, wie ihr es aus Rayman auf der Konsole kennt, halt nur für euer Handy. Und wir gehen jetzt nochmal direkt auf die Website zurück, denn ihr könnt dieses Spiel ja downloaden. Das ist ganz einfach. Und wie das funktioniert, das werde ich euch nochmal ganz kurz sagen. Natürlich kostet das auch eine Kleinigkeit, 3,49 €, aber kein Problem. Ihr habt es dann für immer und könnt es jeden Tag aufs Neue zocken. Und das ist natürlich das Gute an diesen Handy-Games. Billig und doch für immer zu haben. Das hier der Link, Rayman für euer Handy. Da kommt ihr auf diese Website und hier findet ihr alle Informationen, die ihr benötigt, um dieses Spiel downzuladen. Hier einfach euer Handy angeben, was ihr besitzt, und dann ganz unten der Download und hier oben, wie gesagt, noch einige Informationen zu Rayman 3. Da findet ihr auch schon ganz viele andere Spiele, die vielleicht für euch interessant sind. Und ansonsten kann ich euch nur darauf hinweisen, dass wir noch einen Vote haben. Den will ich noch ganz schnell vorstellen und dann muss ich auch schon zum Ende kommen, denn wir wollen von euch wissen, welches Handygame wir euch morgen vorstellen sollen. Und da gibt es ganz klar vier Antwortmöglichkeiten. Momentan, ich weiß es ganz genau, für Tony Hawk's Pro Skater Nummer 4. Ihr könnt diesen Vote noch beeinflussen. Bis morgen Nachmittag um 3 Uhr, und dann werde ich schauen, welches Handygame ich euch morgen Abend vorstelle. Bis dahin, einen schönen Abend noch und viel Spaß mit den anderen Teufelskernen. Boah! Handy-Games, unglaublich. Ich zock auch gerade schon Frozen Throne auf meinem Handy, geht aber nur auf meinem Handy. Weil der Download ist nämlich 60.000 Megabyte groß. Und das kann nur mein Breitband-Handy. Ja, so ein Pech. Aber macht ja nichts. Wäre ja gelacht, wenn ihr heute trotzdem nicht in den Genuss... Nee, Moment. Wäre ja gelacht, wenn ihr deshalb nicht in den Genuss von Frozen Throne kommen würdet. Und ihr merkt immer, jedes Mal, ja, ich lasse das W mittlerweile weg, weil es ist einfach zu schwer. Oder ich sage einfach, der Eisthron. The Frozen Throne. So sieht die Verpackung aus. Ich kann es ja auch einfach nur noch hochhalten, anstatt es zu sagen.
das heute bei uns im PC-Bereich. Ich weiß, viele, viele warten von euch und deshalb habe ich mich heute mal mit meinen Chefs in der Programmdirektion rumgeschlagen und habe gesagt, verdammt, unsere Zuschauer wollen Frozen Throne und deshalb gebt mir bitte 5 Takes. Und ihr werdet es nicht glauben, ich bekam einen Anruf von meinem Programmchef und der hat gesagt, du kannst sogar 6 haben. Dann habe ich gesagt, okay. Und dann kam anrufen, hieß, nee, doch nicht, nur 5. Aber macht ja nichts. 5 Takes heute Frozen Throne und da freue ich mich ganz besonders drauf. Ich habe es heute wirklich bis zum Abwinken gezockt und es macht so viel Spaß. Könnt ihr euch auch durchlesen in meinem First Look, dazu später mehr. Jetzt fangen wir erstmal an mit dem Spiel und dem bombastischen Intro, das ich ja schon auf der E3 gesehen habe in L.A. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, bitteschön, einfach mal gucken. Oh, warum ist das jetzt schon das Menü? Ich wollte euch das Intro zeigen. Normalerweise, wenn man das Spiel startet, startet das Intro. Jetzt habe ich schon extra cool angekündigt. Als ich es das erste Mal gestartet habe, kam das Intro. Vielleicht, wenn ich die Kampagne starte nochmal. Da ist das saucoole Intro, von dem ich sprach. Natürlich an der Stelle, wo ich es erwartet habe. Verräter! Ich war es doch, den man verriet. Doch ich werde gejagt. Doch ich werde gehasst. Was für ein Intro. Unglaublich, oder? Fantastisch. Die Story, wie gesagt, ist knüpft 6 Monate nach dem dritten Teil an, nachdem, ich muss ein bisschen spoilern, also für alle, die noch nicht Warcraft 3 gespielt haben, selber schuld, ihr hattet genug Zeit, ja. 6 Monate nach dem letzten Kampf gegen die brennende Armee spielt Warcraft 3 The Frozen Throne. Und ich werde gleich ein bisschen in die Kampagne einsteigen, werde euch natürlich versuchen, so viel wie möglich neue Helden und Einheiten zu zeigen. Außerdem suche ich noch
den besten Michael Jackson-Song aller Zeiten. Wenn ihr einen habt und ihr habt einen Favoriten von Michael Jackson, dann schreibt mir eine Mail. Ich bin immer noch der Meinung, es ist Billie Jean. Aber ich lasse mich gern von anderen überzeugen. Deshalb bin ich gleich zurück mit Frozen Throne, dem Add-on zu Warcraft 3 und vielleicht noch der ein oder anderen Michael Jackson-Einlage. Dirty Diana! Na. Dirty Diana! Na. Ja, was viele nicht wussten, ich bin der bekannteste Michael Jackson-Interpreter, den es jemals auf dieser Welt gab. Und wenn ich irgendwo Gelächter höre in diesem Umfeld, was ich liebevoll Game Studio nenne, dann werde ich persönlich wirklich sauer. Ja, denn das Leben eines Netzreporters ist nicht wirklich so leicht, wie man sich das oft vorstellt. Ich meine, kurz nachdem ich zusammen mit meinem äußerst kompetenten Kollegen Etienne, der zwar manchmal Probleme hat, sein Intro zu finden, aber das macht ihn ja eigentlich nur menschlich und fehlbar, von der E3 zurückgekommen bin, musste ich schon wieder raus für euch in die kunterbunte Welt der Videospiele und habe für euch fast exklusiv fantastische Informationen für die neuen Wrestling-Games von THQ sozusagen an Land geholt, hab's den Jungs aus den Kopf rausgequetscht und habe dafür gesorgt, dass das Ganze jetzt in einem fantastischen Interview und auch in fantastischen Movies für euch auf meinem Desktop breit liegen und habe da unter anderem neue Informationen zu Spielen wie WrestleMania 19, wie Raw 2 oder für die meisten da draußen wahrscheinlich der kommende absolute Oberknüller SmackDown, Here Comes the Pain, organisiert. Und verantwortlich für diese Spiele als Producer ist Nick Vlodica. Komischer Name, aber cooler Typ, den viele von euch vielleicht eher von FIFA noch kennen. Und das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Er hat ja gewechselt von EA zu THQ und so weiter und so weiter. Aber dazu sagt er einiges mehr in dem Interview, was ich mit ihm geführt habe. Da hören wir ganz kurz mal rein, weil es ist etwas länger geworden, das Interview. Wir werden es wahrscheinlich nicht ganz schaffen. Und ich wollte ja in der zweiten Stunde dann vor allem Evil Dead mit euch zocken. Werd dann aber gucken, dass wir noch ein paar Bilder von den einzelnen Spielen zu Gesicht bekommen. Könnt aber auch schon mal, wenn ihr wollt, ein bisschen auf den Hintergrund achten. Denn was da hinten im Hintergrund läuft, ist SmackDown Here Comes the Pain. Und da könnt ihr auch schon mal einen ersten Eindruck von der ganzen Sache erhalten. Jetzt aber erstmal ich und mein fantastisches Englisch und ein Wrestling-Game. Sondern in einer sehr gemütlichen Sportsbar, allerdings nicht zu meinem Vergnügen, sondern natürlich um für euch zu arbeiten. Neben mir sitzt der Nick Vlodica, den kennen vielleicht einige von euch schon von einem letzten Interview, aber warum er jetzt hier mit mir zusammen sitzt bei dem Event von THQ, werden wir zusammen erörtern. Nick, thanks for the invitation. I think the last time we saw, it was a totally different situation, because you work for EA and you were responsible for the FIFA series. And now you're working for THQ and responsible for the wrestling lineup. Can you just give us a short information about how that comes? Well, actually, it's a long story, but I will, the short version is ever since I was a little kid, I've been a big, big wrestling fan. I've been a fan of the products over the years. I love playing a wrestling video game, and I had the opportunity to come on and see where this franchise was going and really have a chance to direct, make a real impact on taking the product to the next level. There were a lot of things that needed to be changed, and it was a great opportunity because it was a chance to really help make all those changes. Okay, THQ are presenting a really huge wrestling lineup. They're presenting WrestleMania 19 for the GameCube, presenting Raw 2 for the Xbox, and probably the most anticipated game, SmackDown, for PlayStation 2. Can you just give us a short information about these different games, because they all have a really different approach to the wrestling theme, and give us a short information about that, and probably also why it's just for each platform a different game. Absolutely. So the franchise as a whole is sort of, it goes in different directions on each of the different consoles. Raw is very much the sort of the realistic, if you look at it right from the get-go, it matches exactly what you'd see on programming. It's very much a simulation-based gameplay engine. The speed is slower. There's a lot more strategy involved in terms of timing your counters, knowing what moves to do. The season mode is a lot different from both WrestleMania and SmackDown in that it's all about experiencing the week-to-week life of a superstar. So you get to make all the decisions that a superstar would make. You're really writing your own story because everything that happens around you is based on the decisions that you make. WrestleMania
very different. Sort of the single player mode is takes the action all from outside of the ring, so it maintains the sort of the integrity, the style of the WWE. It's a storyline that involves Vince and Stephanie, and basically you're kicked out of the WWE and you need to find a way to get back in, and Stephanie's there to coach you, help you along, and progress through different environments that are outside of the ring. So that's a very different experience. With SmackDown is the sort of has been the pick up and play, easy to have fun right away gameplay. We're really focusing on changing that this year, so it's going to be a lot more of a strategic game. It'll still be easy to pick up and play, but there'll be a lot more depth to the types of moves that you can do, a whole new grappling system, and further to that, the single player mode is very much like TV. You're playing through a storyline, and both a mix of storylines that we've seen and original storylines. So that's very different than both Raw and WrestleMania. So, wir müssen hier ganz kurz schon zum Ende kommen, denn leider hat mir der Mobile-Gaming-Bereich schon ein bisschen Zeit abgezogen. Leider kann ich euch jetzt auch nichts mehr von den Movies, von den Ingame-Movies zeigen. Das verschieben wir einfach auf alles morgen. Vielleicht ganz kurz nochmal zusammengefasst, was er gesagt hat, für alle, die es nicht ganz mitbekommen haben. Zum einen, ja, er hat von der FIFA-Serie dann zu Wrestling gewechselt, weil er schon immer ein großer Fan war. Und zu den einzelnen Spielen hat er jetzt auch nochmal ganz kurz ausgeführt, dass halt WrestleMania 19 für den GameCube ist halt eher so... wie die WWE-Approach, also da ist sehr, sehr Story-based, wo ihr aus der WWE rausgekickt worden seid, als Vince, der wahrscheinlich ein Wrestler ist, ich kenne mich ja leider nicht ganz so aus, Vince und Stephanie, und ihr versucht wieder in die WWE reinzukommen, das auch bedeutet, dass es nicht nur Fights innerhalb vom Ring gibt, sondern dass ihr auch außerhalb des Rings, so in Final Fight Manier ein bisschen und euch mit anderen Wächtern und so ähnliches prügelt. Raw 2 für die Xbox ist das definitiv simulationslastigste, wo ihr wirklich das Leben eines Wrestling-Stars nachempfindet und auch der ganze Speed wesentlich langsamer ist, damit ihr mehr vom Timing euch zurechtfindet und das Ganze wirklich ein bisschen mehr Simulation ist. Und SmackDown natürlich wie immer eigentlich das alles zusammenpackt und da wirklich sehr, sehr viel einfach reinpackt, was die Wrestling-Fans schon immer sehr, sehr gerne gemocht haben. Leider müssen wir wirklich zum Ende kommen, deswegen morgen auf jeden Fall für alle Wrestling-Fans da draußen, und ich weiß, es gibt eine Menge, noch wesentlich mehr, und dann vor allem auch Ingame-Footage von den einzelnen Spielen. Schaltet also morgen auf jeden Fall wieder mit ein. Herzlich willkommen zu dem einzigen Bereich, der euch wirklich versteht. Ihr habt den Eddie überlebt, ihr habt den Thomas überlebt, ihr habt sogar Michael die Schnauze Neudert überlebt in seinem 28-Minuten-Bibelmonolog. Jetzt seid ihr da, wo man euch gern hat, wo man euch liebt und wo man auch gerne mal ein wenig die Urlaubsvertretung macht, nur damit ihr ein bisschen Max-Feeling bekommt. Ansonsten, ansonsten hättet ihr nämlich 5 Minuten extra mit diesem Hansel da gekriegt, und das will natürlich keiner. Ich halte nur die Tradition des Dissens fort. Also nicht, du verstehst, hey, Bro, Bird. Hey, yo. Ja, nur damit das klar ist. Wir spielen Eve of Destruction, eine Mod, die ihr wahrscheinlich schon 72 Mal hier im Max-Bereich vorgestellt bekommen habt. Das hat aber durchaus seinen Grund, denn das ist mit einer der besten Mods, die es für Battlefield gibt. Kein Scheiß, habe ich jetzt auch seit einiger Zeit eigentlich am Stück gespielt, wobei Desert Combat vorher eigentlich mein Lieblingsmod war. Aber... Eve of Destruction hat ganz klar dieses bisschen Feinschliff in Tuning und Balancing, was gerade Desert Combat wirklich fehlt. Also wer Desert Combat kennt, man kämpft da ja dann mit etwas stärkeren, neuzeitlicheren Einheiten, und da ist es schon mal ganz schnell vorbei mit der Balance und vor allem dann auch mit dem Spielspaß, wenn der Gegner ganz einfach die besseren Waffen hat. Aber gut, ist trotzdem eine sehr, sehr gute Mod, aber Eve of Destruction finde ich persönlich... Dadurch, dass die Waffen einfach ein bisschen antiquierter und nicht so treffsicher sind, macht es einfach ein bisschen mehr Spaß. Kommt
vom Spielspaß halt ziemlich nah ans Original Battlefield ran und gibt es mittlerweile in einer frühen Alpha-Version, auch wenn die schon ziemlich beeindruckend ist. Also ihr seht hier schon einen der neuen Level aus der Alpha-Version und hier auch eine der typischen Waffen aus dem Vietnamkrieg. Also ich habe mich jetzt hier mal für Vietnam als Team entschieden. Natürlich variieren die Waffen auch, wobei sie, naja, ein bisschen besser als bei Desert Combat, wie schon erwähnt, ziemlich ähnlich sind von der Funktionsweise her auf beiden Teams. Also es gibt hier zum Beispiel, kann ich jetzt kurz mal zeigen, diese Active Supports. Da hat man eine etwas stärkere MG-Variante. Fragt mich bitte nicht, was für eine das ist, damit kenne ich mich dann überhaupt nicht aus und bin auch froh drüber. Ja, und die hält 71 Schuss, ist persönlich eigentlich meine Lieblingswaffe, weil man mit ihr doch ziemlich gut im Knien zum Beispiel zielen kann. Ihr seht, wie das Zielkreuz sofort zusammengeht, sobald man auch nur in den G-Modus wechselt. Und dann gibt es natürlich auch noch eine etwas leichtere Version. Die haben dann die normalen Sturmtruppen, aber die finde ich persönlich nicht so gut. Und vor allem haben da die Amis wirklich das Problem, dass ihre normale Waffe nur 20 Schuss hat. Was wirklich wenig ist, wenn man eben permanent am Nachladen ist, kann man natürlich nicht sonderlich gut kämpfen. Also sehr, sehr abwechslungsreiche Waffen hier. Natürlich gibt es die Standardwaffen wie Sniper oder eben auch die typischen Anti-Tank-Waffen, also Panzerfäuste. Also insgesamt eine sehr, sehr, sehr nette Mod. Ich kann es nur jedem empfehlen, der jetzt vielleicht noch nicht reingeschnuppert hat, aber der Meinung ist, er würde es ganz gerne mal probieren. Wie gesagt, kommt sehr nah an Battlefield ran und macht sehr viel Spaß. Und immer dran denken, nehmt Active Support und geht auf jeden Fall in die Deckung und auf die Knie, dann geht's besser. Das war Eve of Destruction. Ich weiß, war ein bisschen kurz, aber wir haben ja heute nur so ein bisschen Unterstützungstakes. Deswegen gibt's gleich noch zwei nette Halo-Movies, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Also bleibt dran. Der Games Flash am 7. Juli. Half-Life 2 Gerüchte. Kaum ein Spiel wird von der Zockerwelt derart heiß ersehnt wie die Ego-Shooter-Fortsetzung Half-Life 2. Doch wie es aussieht, wurde Gordon Freemans zweiter Einsatz nun nach hinten verschoben. Ein großer Internethändler listet das Spiel nun erst für Dezember des Jahres auf, nachdem es bisher schon für den Herbst angekündigt war. Druckfehler oder Verschiebung? Diskutiert auf giga.de. Frühe Zombies. Ganz anders sieht es hingegen im Konsolenbereich aus. Hier soll ein sehnsüchtig erwarteter Titel sogar früher erscheinen. Der GameCube-Schocker Biohazard 4 soll laut demselben Internethändler schon im Dezember in Europa erscheinen. Noch hat Hersteller Capcom zu dieser Meldung keine Stellung genommen. Alle Hintergründe gibt es auf unserer Seite. Städtebauer. Wer für den Strategiehit SimCity 4 gerne eigene Häuser bastelt, bisher aber mit dem Editor seine Probleme hatte, kann nun aufatmen. Ein neues Tutorial führt euch Schritt für Schritt in die Welt des digitalen Häuserbaus ein. Wer allerdings zu faul zum selber basteln ist, kann sich erste Gebäude schon direkt runterladen. Den entsprechenden Link findet ihr im Max-Bereich. Außerdem America's Army Patch, Halo Actionfiguren und Apokalyptica Shots. Das alles und noch viel mehr auf giga.de. Hurtig geht es jetzt nach diesem besonders charmanten Flash weiter mit dem Free and Fun Bereich und auch ich muss mich wirklich sputen heute, denn auch meine Zeit ja ist kostbar und ich bin ein bisschen, ja, habe gesagt, Leute, ihr kriegt meine Zeit für Mobile Games und deswegen quatsche ich heute gar nicht so viel. Mancher würde sagen, endlich macht die Frau mal Nägel mit Köpfen und deswegen MAM, Make a Minigame. Ja? Heute geht es noch nicht so schnell weiter, das machen wir alles morgen. Ich will euch nur mal zeigen, was sich übers Wochenende so entwickelt hat und zwar der Vote. Ja, ihr hattet die Möglichkeit, bis heute 22 Uhr für eine Namenskategorie zu voten. Es waren 5 Namenskategorien an der Zahl für euch bereitgestellt. Und bis kurz vor 22 Uhr lagen die japanischen und chinesischen Namen, die Nummer D, mit 40% vorne. Und ich dachte schon, Mensch, jetzt müssen wir den pinken Wahai irgendwie Jujutsu oder Shiyutsu oder was weiß ich so nennen. Wäre merkwürdig gewesen, weil die Story ja wahrscheinlich auch gar nicht so japanisch wird. Aber nein, es hat sich noch gedreht in der letzten Sekunde. Es soll der Wahai bleiben. Mit 41% wird unser pinker Wahai Wahai heißen. Ja, was ich, wie ich finde, eigentlich eine gute Entscheidung ist. Und was sagt Eddie? Walter war auch in der Debatte, aber letztendlich hat es verloren. Vielleicht kriegen wir Walter ja noch irgendwo unter. Werden wir mal schauen. Die Story ist natürlich noch offen. Da habe ich ja letzte Woche angekündigt, dort haben wir Zeit bis morgen, Dienstag, 22 Uhr.
Und 6 Stories stehen für euch noch zur Auswahl. Die könnt ihr euch noch im Artikel im Free-and-Fun-Bereich durchlesen. Und bis jetzt ist Story 1 mit 62% ganz weit vorne, gefolgt von Story 6 mit 27%. So, das soll es in diesem Bereich für heute gewesen sein. Ich gebe euch nur noch mal den Tipp, geht auf die Fanseite von unserem Make-A-Minigame. Dort findet ihr heute unser Make-A-Minigame-Song. Von dem Kuli, ein Gigafriend aus der Community, hat sich die Mühe gegeben, einen Song zu kreieren. Und ich werde ihn einfach mal anspielen. Ich hoffe, wir schaffen das noch. Wenn nicht, gehe ich einfach mit dem Song raus. So, eure Meinung ist natürlich auch hier wieder gefragt. Hören wir den? Ein bisschen lauter. Was ihr dazu sagt, ob das unser Make-A-Minigame Wahai-Hymne werden soll. Natürlich singt der Wahai da selber unter Wasser, deswegen gurgelt das ein bisschen. Aber ich finde, ein Party-Song. Eure Meinung dazu, liebe Leute, schaut mir tief in die Augen, wenn ihr es könnt. Jetzt könnt ihr es, schaut mir tief in die Augen und sagt, ja, das ist unser Wahai-Song. Eure Ideen dazu, eure Vorschläge, wie immer an alex@giga. Hoi. Warcraft 3, The Frozen Throne ist das Thema heute im PC-Bereich. Und zum Thema Warcraft 3 gab es ja letzte Woche wirklich einiges gesehen. Wir hatten ja zum Thema E-Sports und ESWC Qualifier echte Warcraft 3 Profis hier im Studio. Und da ist was passiert in der Zwischenzeit. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Kaldor, den Kommentator, der neben mir saß und ja, schneller spricht als, ich sag mal, dem Georg die Haare ausfallen. Ja, also das ist unglaublich. Der Typ war die Bombe und der ist mittlerweile zu Ruhm gekommen. Und wir können es ja vielleicht das ganz kurz mal angucken. Ich muss dazu die Regie bitten, das Ganze von meinem Rechner abzugreifen. Der andere ist nämlich abgeschmiert. Und zwar bin ich hier auf der Seite von 1live.de und da gibt es auf der Seite von 1live die O-Ton-Charts. Da werden ja, die lustigsten Versprecher aus Fernsehen und Radio zusammengetragen und dort kann man dann in einer Top 10 oder so abwählen. Ich weiß auch nicht genau, was das ist. Jedenfalls sind da halt Versprecher und man kann halt irgendwie wählen. So, und da ist auf jeden Fall etwas, das uns aufgefallen ist. Und zwar hier, machen Computerspiele doof, Juli 2003, NBC Giga. Erstmal eine ziemlich böse Überschrift, wie ich finde. Aber dann habe ich mir das Ganze natürlich runtergeladen und dann hören wir uns mal an, was da nominiert ist. Und zwar folgendes. Moment. Real Player. Jetzt kommt's. Der Dreadlord, man sieht es hier wirklich nur Nuancen vom nächsten Level Up entfernt. Hat ja Khadgar's Game of Health gefunden, also Hitpoint-mäßig jetzt mit 1150 dran. Hier oben kommt es mehr oder weniger der Endfight. Sleep sofort hier neben auf den Demon Hunter und hier wird weiter auf die Units gefokust. Jetzt hier neben wieder Cycling, sehr schön zu sehen. Also die Druids of the Tail haben wieder Mana und gehen jetzt sofort wieder in die Rabenform, also in Ravenform hier neben, um eben die Gargoyles zu kontern, die allerdings hier heftig Damage anrichten. Mittlerweile gehen die ja primär auf die Air-Units seit dem neuesten Patch und hier sieht es immer schlecht aus für Plague, man sieht es hier eindeutig. Also der Junge verliert sehr viele Units, hat jetzt gerade noch 2 Duels und wir sehen ihn in dem Moment Level 6 Dreadlord, also Ultimate Infernal hier auf Seiten vom Undead und damit ist das Spiel auch schon so gut wie gelaufen. Logischerweise. Wenn man natürlich ein Ultimate Infernal auf den Dreadlord anwendet, dann ist natürlich das Spiel gelaufen. Und das fand ich so genial. Also ich muss sagen, ich finde es wirklich geil, dass der Kaldor da bei den O-Ton-Charts gelandet ist. Und ich bitte euch, surft einfach mal auf 1live.de/das Wort/die O-Ton-Charts/index.html oder einfach auf 1.de und da mal O-Ton eingeben in der Suchmaschine und dann müsst ihr hier ein Häkchen machen und natürlich eure Daten eingeben und so weiter und das abschicken. Und dann wollen wir mal hoffen, dass nächste Woche auf Platz 1 der O-Ton-Charts unser MyMTW Kaldor zu finden ist. Ja, ich finde es auf jeden Fall klasse, ich finde es einfach immer noch Wahnsinn und ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen und ihr könnt, wie gesagt, dort mitmachen. So, das musste nochmal gesagt werden. Jetzt geht es weiter mit Frozen Throne. Und ich habe viele Fragen zu dem Spiel bekommen. Ich kann sie leider nicht alle beantworten, aber ich kann zum Beispiel mit einem Gerücht aufräumen, und zwar, dass die Level der Helden nur bis Level 5 gehen. Ich weiß nicht, wo ihr das aufgeschnappt habt. Ist ja völliger Quatsch, weil ab Level 6 kann man normalerweise erst den 4. Skill freischalten. Ich rede auch schon so. Und deshalb ist das völliger Murks. Natürlich gehen die Level auch noch höher als Level 6 und 7 und 8 und was. Ich weiß gar nicht, wie hoch. Ich glaube, 10 oder so. Oder noch höher. Ja,
damit konnte ich schon mal aufräumen. Und jetzt lade ich mal einen Spielstand. Und zwar gibt es nämlich, ich zeige das mal kurz, wenn ich hier auf Kampagne gehe. Es gibt die eine normale Kampagne, die ich eben angefangen habe, wo es darum geht, eben dem Illidan, dem Bösen, den wir eben in dem Intro gesehen haben, den Garaus zu machen. Und dann gibt es hier die Bonuskampagne, die Gründung von Durotar. Und das ist was ganz Feines, was bei Frozen Throne dabei ist. Und zwar ist das eine Ork-Kampagne, die, ich sag mal, eine kleine Hommage an Diablo ist. Es ist nämlich dabei mehr ein Rollenspiel als ein Strategiespiel. Wir kriegen gleich zu Beginn der Kampagne zwei Helden, aber wir können keine Einheiten bauen in dieser Kampagne und auch keine Gebäude, sondern wir leveln die Helden im Laufe des Spiels immer mehr hoch, finden neue Gegenstände, powern sie auf und verfolgen auch einen Storystrang. Also es ist ein bisschen anders und es handelt sich hier ausschließlich um ein Zusatz-Adventure sozusagen. Viele Jahre wanderte ich allein, kleine Mischa. Und es spielt sich ein wenig wie Diablo. Doch ich dieser ewigen Einsamkeit. Und es macht wirklich einen Haufen Spaß. Ich habe es vorhin die ganze Zeit gespielt. Ich habe die anderen Völker beobachtet. Ja, kann nur sagen, also allein diese Bonusmission ist besser als so manches Rollenspiel, das in letzter Zeit irgendwie auf den Markt geschmissen wurde. Und vielleicht wollen uns ja Blizzard damit irgendwas sagen, dass sie da so ein kleines Rollenspiel aller Diablo mit eingebaut haben. Ein Kampf. Kommt, ihr Bastarde. Kostet den Stahl von Mogrens Axt. Bleibt standhaft, Fremdling. Ihr seid nicht allein. Das ist auch ein neuer Held, der mit Frozen Throne präsentiert wird, der in dem Fall eben Rexar heißt, ist ein Bestienbeschwörer. Verdammte Feiglinge. Ein bisschen mit dem Druiden aus Diablo 2 zu vergleichen. Wurde aufgeschlitzt. Ich vermag eure Schmerzen kaum zu lindern. Ich weiß. Dies wäre ein und er trifft eben hier auf den Ork Mogrin, der aber leider nicht mehr lange leben wird und ihm auch noch eine Schriftrolle gibt, die wir diesem Ork dort geben sollen. Und dann beginnt das Abenteuer. Wir treffen dann noch auf einen neuen Helden, der ebenfalls in diesem Spiel präsentiert wird. Und dann müssen wir uns aufmachen, eben ein ganz neues Abenteuer zu erleben. Das zeige ich euch gleich. Also bleibt dran, gleich geht's weiter mit Warcraft 3, The Frozen Throne. Ex-Bereich. Ich muss ja heute mehr oder weniger die Vertretung machen für den geschätzten Kollegen Patrick, der jetzt wahrscheinlich unter einer Palme irgendwo in seiner Badewanne schwimmt. Ist mir egal. Und ich musste mir natürlich ein Thema aussuchen, mit dem ich mich auskenne. Und ich bin ja nicht so erfahren im Ex-Bereich, das ist ja nun mal Fakt. Und deswegen habe ich mich für ein Thema entschieden, von dem ich zumindest ein bisschen Ahnung habe oder zumindest es vorgaukeln kann, Ahnung zu haben. Das ist nämlich Halo. Da gibt es eine Menge Fan-Movies, eigentlich sogar das einzige Konsolenspiel, wo wirklich so eine große Fangemeinde auch ständig neue Movies macht. Eins davon möchte ich euch nicht vorenthalten, das ist nämlich hier. Deswegen Play einfach mal direkt jetzt an dieser Stelle von der Crew FTC gedreht. Und wirklich diesmal nicht nur ein Movie für die Gags, sondern da wird auch ein bisschen gutes Gameplay gezeigt. Also man sollte auf jeden Fall dabei bleiben.
Das war das erste Move von FTC. Die haben noch ein zweites gemacht. Das gibt es jetzt gleich hier an der Stelle. Und offensichtlich sind das Japaner. Die haben es nämlich synchronisiert. Ja, Riesenbrüller. Aber darum geht es eigentlich auch nicht. Was ich euch nämlich zeigen wollte, kommt jetzt gleich. Der Kollege hat sich nämlich die Flagge geschnappt. Und Achtung, jetzt kann man nämlich erkennen, wie die Jungs es geschafft haben, durch dieses Gitter zu kommen. Beeindruckend. Einfach einen Jeep nebendran stellen und dann praktisch vor dem Gitter stehend einsteigen, ist offensichtlich ein kleiner Bug. Und jetzt kommt auch die große Falle. Großartig. Ja, riesige, gigantische Gags direkt aus Japan hier zu euch gebracht vom Max-Bereich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Movies findet ihr auf der offiziellen Bungie.net-Seite. Da gibt es noch auf jeden Fall ein bisschen mehr, solltet ihr ab und zu mal reingucken. Finde ich sehr, sehr nett. Das war der Max-Bereich. Over and out. Ihr lieben Zuschauer da draußen, ohne euch wären wir nichts und deswegen bleiben wir noch mindestens 60 Minuten für euch erhalten, denn wir haben auch noch tolle Themen, die in den nächsten 60 Minuten für euch die Zeit ein wenig kurzweiliger machen sollten. Im PC-Bereich wird Etienne weiterhin mit The Frozen Throne, ich finde das überhaupt gar kein Problem, für euch bereitstehen und daneben sucht er auch weiterhin den besten Michael Jackson Song ever. Eddie, hast du da schon irgendwas? Also... Oh, he loves us all. Halt mal ein Baby aus dem Fenster. Du sollst ein Baby aus dem Fenster halten. Weiß ich, nimm, du bist doch sonst so kreativ. Nee, Simon ist schon nicht mehr da. Na gut, okay, wir suchen nach einem Baby und dann wird der Etienne noch ein bisschen weiter Michael Jackson personifizieren. Schwieriges Wort, aber man muss es manchmal aussprechen. Im Konsolenbereich habe ich für euch Evil Dead, A Fistful of Boomstick. Wieder einmal hat Kollege Simon mir ein fantastisches Spiel für den heutigen Tage zurückgelegt. Und da höre ich ein fieses Gelächter im Hintergrund. Wer mag das nur sein? Ich bin mir nicht sicher. Aber abgesehen davon wird euch darüber hinaus natürlich auch im Free-and-Fun-Bereich noch einiges erwarten. Und ich glaube, dass die Alex weiterhin auf der Suche nach einem Namen für ihr komisches Wahlvieh ist. Okay, wir sind natürlich auch nicht nur bekannt und berühmt für unsere fantastischen Themen in der Sendung, sondern auch für die tolle Seite. Und da solltet ihr mal drauf gehen, denn mittlerweile gibt es da ja auch den neuen Bereich Mobile Games. Da freue ich mich morgen auch wieder ganz besonders drauf, aber jetzt erstmal wieder 60 Minuten mit Giga Games für euch. Immer mit der Ruhe, ist doch gar kein Problem. Da stecke ich mir mal ganz cool mein Ohrstöpsel ins Ohr. Warum sagt mir in der Regie, ey, guck, es geht hier immer, vielleicht kann man das mal zeigen, warum die Leute, man muss den Leuten das auch mal erklären. Dieses Ohrstöpsel-Dings, was ihr auch von Agent Smith aus der Matrix kennt, ja, besteht quasi aus zwei Teilen. Wenn ich das jetzt hier reinstecke, dann müsste ich das noch in mein Ohr stecken. Und jetzt kommt, zeig das ruhig mal. Wenn ich das jetzt hier anfasse und in mein Ohr stecke, springt es wieder raus. Sieht man es? Großartig, oder? Und das muss ich jetzt noch eine halbe Stunde machen. Weil sonst erfahre ich nicht, wann mein Take zu Ende ist. Und dann mache ich jetzt eine halbe Stunde am Stück Frozen Throne. Und das wollt ihr ja wohl nicht, oder? Verdammt!
Ich krieg's nicht mehr rein, dann soll ein Kameramann schreien, wenn ich zum Ende kommen soll. Ich finde, dieser Hightech-Kram, der wird sowieso überschätzt. Fernsehen gab's doch schon vor 60 Jahren, aber da gab's keine Ohrstöpsel. So, wir machen weiter mit Warcraft 3 und der Suche nach dem besten Michael Jackson-Song. Was macht der Simon eigentlich da hinten? Ich höre da nur irgendwas kruspeln. Was hat, der hat irgendwas geklaut. Wo war ich stehen? Genau. Wir suchen immer noch den besten Warcraft 3. Ich bin ganz durcheinander. Wir suchen immer noch den besten Michael Jackson-Song aller Zeiten. Momentan am häufigsten genannt Beat It, Smooth Criminal und Billie Jean. Bin gespannt, was da noch kommt. Ihr habt noch ein bisschen Zeit, mir was zu mailen. Und vielleicht werde ich dann am Ende des Abends oder am Ende der Woche mal schauen, den jeweiligen Song live hier in dieser Sendung nachsingen und tanzen. Und ich wette, da freut ihr euch jetzt schon drauf. So, wir machen weiter mit Warcraft 3 und der mit dem Mini-Rollenspiel der Bonuskampagne. Und zwar sehen wir hier den neuen Helden, den Bestienmeister oder Bestienbeschwörer. Das ist Misha, sein beschwörter, ja, Riesendackel. Und wir können uns ja mal die Skills von Rexer angucken. Und dann sehen wir, wir haben jetzt hier Misha beschwören auf Stufe 1. Bei Stufe 4 hat er schon 2250 Trefferpunkte, was natürlich enorm ist. Und macht immerhin Schaden 59 bis 69 und verfügt über Keule. Ja. Dann haben wir hier Stachelbestie beschwören. Die sind am Anfang zumindest ganz nett. Ich kann mal gerade eins herbeizaubern. Zack, da sehen wir es. Sieht so ein bisschen aus, sag mal, welcher Disney-Film war das noch? Da gibt es so ein... Gab so ein Disney-Film, wo es ein Vieh gab, das genauso aussieht. Für 70 Sekunden ist das jedenfalls da. Und schön an dem Teil ist, es greift eben auch Lufteinheiten an und kann eben Stacheln schießen. Wir können uns nochmal die Skills angucken. Bei Stufe 4 ist immerhin 700 Trefferpunkte pro Vieh. Und macht 52 bis 60 Schaden, und zwar Gebietsschaden. Nicht schlecht. Dann gibt es hier noch den Sturmschlag, den habe ich selber noch nicht ausprobiert, aber ich schätze mal, der ist zum Beispiel dann im Multiplayer-Modus sehr, sehr interessant für einige Helden und für einige Spieler vor allem. Ein magischer Hammer, der auf einen Feind geschleudert wird, Schaden verursacht und das Ziel betäubt. Und zwar 12 Sekunden lang und 450 Punkte Schaden, also schon richtig fett. Und dann gibt es noch hier Stampede oder Stampede. Und zwar kommen dann, das kann ich euch später auch zeigen, das habe ich nämlich schon erforscht sozusagen, kommen dann so Echsen hier lang gerannt von oben und die treffen auf die Feinde und explodieren dann. Und die kommen irgendwie ein paar Sekunden, 30 Sekunden dann, glaube ich, kommen die lang gelaufen und jedes Mal, wenn sie auf einen Feind treffen, explodieren sie und richten dann eben dementsprechend Schaden an. Also ganz nett, der Bestienbeschwörer. Und jetzt müssen wir, wie gesagt, die Nachricht von dem vorhin verstorbenen Ork zu Thrall bringen, dem Orkführer. Und ihr seht, die Map hier ist ziemlich groß. Also man kann das unten erkennen. Ich bewege mich jetzt hier in einem kleinen Ausschnitt und das macht gerade mal einen Prozentteil der ganzen Map aus. Also ist wie eine kleine Oberwelt wie bei Diablo. Es gibt später auch noch Höhlen, in die man runter kann, wo man dann verschiedene Quests lösen muss. Zum Beispiel gibt es eine Quest, da müssen wir Kräuter sammeln und zurück ins Orkdorf bringen und müssen dann 6 verschiedene Kräuter oder 6-mal Kräuter sammeln, die es nur in einer ganz bestimmten Höhle gibt, die natürlich dementsprechend bewacht ist. Dann müssen wir eine Mine stürmen und sprengen mit Hilfe von kleinen Goblins und so weiter und so fort. Also es gibt auf jeden Fall eine Menge zu tun in diesem kleinen Spiel. Ich habe es ja selber noch nicht durch. Aber ich habe gehört, man soll allein für dieses Bonus-Szenario schon 10 Stunden brauchen. Und das könnte auch hinkommen. Also ich habe allein für die ersten 3 Quests heute schon 3 Stunden gebraucht. So, jetzt gehen wir mal zum Ortsdorf. Es sieht aus wie ein Ogre-Halbblut. Was habt ihr hier zu schaffen? Ich habe eine Botschaft für euren Häuptling. Ich bleibe nicht lang. Auf der Pirsch. So, jetzt gehen wir mal zu Thrall. Hier sehen wir schon das Orkdorf. Später, und das macht auch wirklich Spaß, ist dann ähnlich wie in Diablo 2. Ihr löst ein Quest, geht zurück ins Dorf, kriegt dann als Belohnung irgendeinen magischen Gegenstand. Gibt natürlich noch viele weitere neue Sachen.
um eine komplette Liste mit neuen Features von Frozen Throne zu bekommen, kann ich euch nur sagen, surft mal in den PC-Bereich, da steht nämlich alles drinne. Und da werden auch die neuen Einheiten genauer beschrieben und so weiter. Es ist wirklich so, so viel. Ja, ich seh's. Der Kameramann hier, hasse Pickel am Hals oder was? Ich weiß, ja, ja, ich komme schon zum Ende. Ja, also, lest euch mal auf jeden Fall den Artikel im PC-Bereich durch, den First Look. Da gibt's erstens meinen Ersteindruck und der ist ziemlich gut. Und es gibt sämtliche Infos und jetzt komme ich zum Ende und bin gleich wieder da mit Warcraft 3 The Frozen Throne. Auf mein schon graues Haupt. Wie konnte ich es natürlich nur wagen, irgendwie die Wrestling-Annalen so zu beleidigen, indem ich mit meiner Unwissenheit behauptet hätte, ich wüsste, wer Vince ist. Ich meine, ich wusste es natürlich nicht, habe es natürlich dadurch überspielt, dass ich gesagt habe, okay, das wird wahrscheinlich irgendjemand sein, der dann als Wrestler wieder zurückkommt und gefeuert wurde. Was ja vollkommen falsch ist. Okay, ich gebe es zu. Ich wusste es nicht. Wurde aber natürlich von unserer unglaublich kompetenten Community aufgeklärt. Und versuche hier gerade noch den Text, der euch darüber weghilft, zu formatieren, was die Regie netterweise auch direkt zeigt. Okay, vielen Dank dafür, Regie. So, jetzt, Moment, genau, ich glaube, jetzt habe ich es formatiert. Ist das alles okay? Der Philipp hat mir nämlich geschrieben, einen ziemlich langen Text, und deswegen muss ich das Ganze jetzt nochmal ein ganz klein wenig hier formatieren. Der schreibt, hi Michael, damit du Vince nicht wieder als reinen Wrestler darstellst, wollte ich dich kurz informieren. Vince McMahon ist der Besitzer der WWE und Stephanie ist seine Tochter. Ihr erinnert euch, in dem Interview hat ja der Nick gesagt, ne, dass Vince und Stephanie da involved sind in der, involved, irgendwie mitspielen bei der Hintergrundgeschichte zu WrestleMania 19. Und Vince ist halt der Typ, der die WWE sozusagen besitzt und deswegen einen Wrestler rausgeschmissen hat und Stephanie versucht, ihn wieder reinzuholen. Das ist die Hintergrundgeschichte von WrestleMania 19. Und hier der Philipp erklärt das noch ein bisschen weiter. Besitzer der WWE und Stephanie ist seine Tochter. Sie ist die General Managerin of SmackDown, das heißt sie für die Verpflichtung von Wrestlern und die Matches, die in der Sendung stattfinden, verantwortlich. Ihr Vater kann sowohl über SmackDown als auch über Raw, beides Shows der WWE, befehlen, wenn er will. Wenn also Vince einen Wrestler feuern will, dann müsste sich Stephanie eigentlich daran halten, aber das scheint sie in der Storyline von WrestleMania nicht zu tun. Eine ähnliche Storyline gab es bis letzten Donnerstag bei SmackDown. Bei WrestleMania 19 hat Vince sich mal wieder als Wrestler in den Ring gegen den bekannten Hulk Hogan begeben und verloren. Daraufhin war er natürlich ziemlich sauer und feuerte einfach mal Hulk Hogan. Dieser ist dann aber mit Hilfe von Stephanie als Mr. America zu SmackDown zurückgekehrt. Und Vince hat die ganze Zeit versucht zu beweisen, dass Mr. America Hulk Hogan ist. Denn nur so hätte er die Möglichkeit, ihn endgültig zu feuern. Dies hat er dann letztendlich auch geschafft. Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig helfen. Mach's gut. Ja. Und da jetzt Leute, die behaupten, Wrestling wäre irgendwie platt und nicht irgendwie tiefschürfen. Also, sehr ausgefeilte Storylines, ähnliches wohl auch beim WrestleMania 19 zu erwarten. Ich kann nur wieder bestätigen, für den GameCube die Version WrestleMania 19 basiert tatsächlich auf so einer sehr, sehr starken Storyline, die auch außerhalb des Ringes stattfindet. Wie das Ganze wirklich dann aussieht, morgen dann in einem etwas längeren Beschäftigungstake mit Wrestling und den bald erscheinenden Wrestling-Spielen von THQ. Jetzt machen wir aber erstmal weiter mit Evil Dead A Fistful of Boomstick. Viele von euch sollten nicht wissen, worum es bei Evil Dead geht, denn die meisten von den Filmen, die als Vorlage für die Spiele gelten, sind verboten und sind tatsächlich für die meisten für euch nicht erhältlich. Und deswegen hier mit Fistful of Boomstick, wie ich heute übrigens gelernt habe von meinem äußerst kompetenten Kollegen Etienne, der mich darüber aufgeklärt hat, dass Fistful of Boomstick anscheinend Evil Dead 5 ist. Also es gab 3 Filme und jetzt das zweite Spiel, also das vorangegangene Spiel, war dann schon der 4. Teil und jetzt Boomstick ist der 5. Teil. Eddie, war das richtig wiedergegeben? Was hast du gesagt? Hast du dein Ohr repariert? Ja. Hörst du mich? Ja. Okay. Ich glaube, er gibt mir recht. Was meint ihr dazu? Dirty Diana, the vielen Dank für diese kleine Michael Jackson.
Auf jeden Fall für alle Evil Dead-Freunde ein absoluter Grund, sich das Spiel mal anzugucken. Für alle normalen Game-Freunde schauen wir mal, was es so zu bieten hat. Wir starten einfach mit dem, glaube ich, zweiten Level. Eldridge thought Professor Novi made some notes which could help us get out of this thing alive. He seemed to think someone at the university knows where the notes are now. Personally, I figured the cops who investigated Novi's murder might have a better idea. Ja, die Stimme, die ihr da übrigens hört, ist die Originalstimme vom Schauspieler, von Bruce Campbell, der definitiv einiges an Bekanntheit erlangt hat durch die Filme. Eigentlich nur durch seine schauspielerischen Fähigkeiten und vor allem die coolen Sprüche hat er es geschafft, eine große Fangemeinde sich zu erarbeiten. Und wenn wir uns mal den Charakter angucken, sieht man auch wirklich einige Ähnlichkeiten. Und der ist offensichtlich auch für die Synchronisation des Spieles verantwortlich gewesen. So, hier kommen natürlich immer irgendwo böse Zombies raus, muss man dazu sagen. Das sind alles untote Zombies. Interessant ist, dass man tatsächlich auch Menschen gar nicht verletzen kann. Also wenn ich jetzt hier den Zivilisten aus Versehen mit meiner Motorsäge streichle, dann passiert dem gar nichts. Von daher alles nur Untote, die wir von ihrem Leid erlösen. Das Ganze basiert auf der State of Emergency Engine. Für alle, die State of Emergency nicht kennen, herzlichen Glückwunsch, ihr habt euch damit einiges erspart. Meiner Meinung nach eines der überflüssigen Spiele der letzten Zeit, aber das ist definitiv auch nur meine persönliche Meinung. Es gibt viele Fans davon, aber naja. Ich habe es damals auch vorgestellt und stehe immer noch zu meiner Meinung, dass es definitiv eines der überflüssigsten Spiele überhaupt ist. Ob die Tatsache, dass jetzt Evil Dead auf der Engine von State of Emergency basiert, ein Nach- oder ein Vorteil für das Spiel ist, sehen wir leider erst gleich. Den Song. Eddie singt schon mit. Hier wird man... Sing mit! Und jetzt alle. Wollen wir mal Polonaise machen? Oh, hier wird man immer enttäuscht. Na, und eigentlich habe ich meine Comments-Kommentatoren. Apropos Comments-Kommentatoren. Schluss jetzt. Achso, ich muss Schluss machen. Stopp! Stopp! Okay. Nur noch mal ein kleiner Nachgeschmack. Für alle, die es jetzt gerade nicht mitbekommen haben. Und apropos Comments-Kommentatoren, ja, ich brauche Unterstützung, das merkt ihr immer wieder. Ja, von den Jungs kriege ich ja quasi keinen Halt. Und jetzt flüstern die da schon wieder so. Ach, ihr wolltet doch Polonaise. Wollen wir nochmal eine Polonaise machen? Wir müssen uns jetzt anstrengen. Also Leute, wenn ihr dafür seid, dass wir zu dritt hier eine Polonaise durchs Studio machen, dann kommt vorbei. Na gut, denn nicht. Also, nochmal. Comments-Kommentatoren, die mich unterstützen. Wenn ihr das werden wollt, dann schickt mir nochmal Fotos, alles was ihr habt, an mich mit Informationen. Und wenn ihr auch noch diese Dinger hier habt, ja, könnt ihr mir die gleich mitschicken, weil ich habe sowas nicht mehr. Und ich wollte eigentlich hier meinen Tisch pflastern mit Fotos von euch und dazu dann immer eure Kommentare vorlesen. Super, so viel jetzt nochmal zu den Comments-Kommentatoren und unserem Minigame. Ich habe nämlich noch ein anderes Klasse-Game für euch rausgesucht im Free and Fun-Bereich. Und zwar könnt ihr dort Nachrichten verschlüsseln und dann verschicken. Oh, wie ich finde, eine ganz nette Sache, wenn man vielleicht nicht direkt, wenn man irgendwie einer Liebsten was schicken möchte, sich vielleicht nicht traut, ja, dann kann man das Ganze verschlüsseln und sie kann sich das dann, ja, wie sagt man, encodieren oder so, jedenfalls hier auf den Link übersetzen lassen. Also, wenn ich jetzt hier schreibe zum Beispiel, hallo, ihr Lieben, ja, einfach auf den Code klicken und weg ist es. Wo ist es? Und andersrum? Hier, so. Und jetzt? Na nü? Nein, das habe ich richtig gemacht. Hier, einfügen, zack. Und jetzt?
Ja. So, das ist jetzt zum Beispiel aus dem Forum direkt, Quatsch, aus dem Comments-Bereich von Jackman, der schreibt, hallo Alex, ich hätte nicht gedacht, dass wenn man einen Satz schreibt, da so viel hintersteckt. Puh, wenn du das schaffst, dies hier zu dekodieren, das hat zwar Zeit gekostet, aber ich habe es geschafft, dann alles Gute für die Zukunft und ans Giga-Team, euer Jackman. Vielen Dank. Also ihr seht, so einfach geht in den Free-Fun-Bereich, schreibt ein paar Messages, packt das in den Comments-Bereich und ich lese es gleich im dritten Web-Feature vor. Also bis gleich. Ich finde ja, einer der unterschätztesten Michael Jackson-Songs überhaupt ist Liberian Girl. Ich habe noch keine Mail gekriegt, wo jemand geschrieben hat, Liberian Girl ist der beste Michael Jackson-Song. Warum? Was habt ihr gegen Liberian Girl? Ich meine, Beat It, okay. Billie Jean habe ich ja gesagt, dann Wanna Be Startin' Something, alles großartige Songs, aber Liberian Girl. Ich muss sagen, ich habe mir neulich die Lyrics runtergeladen von Liberian Girl und da ist mir aufgefallen, dass es da gar nicht um ein Mädchen aus der Bücherei geht. Ehrlich, das ist mir zum ersten Mal, ich habe den Song zum ersten Mal als Kind gehört. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, als er rauskam, 8 oder so. Und ich habe immer verstanden, Liberian Girl, also das Mädel aus der Bibliothek oder so. Und jetzt macht das Ganze auch Sinn, warum im Video eine Libanesin mitspielt, aber keine Frau mit Büchern. Hast du das gewusst, dass es bei Liberian Girl... Ich dachte auch, das wäre ein Mädchen aus der Bücherei. Ich habe gedacht, das wäre eine mit... Ja. Ach, die so, vielleicht hat er sich verliebt in die Schulbibliothekarin oder so. Hätte auch sein können. So, machen wir weiter mit Warcraft 3, The Frotzensthron. Und ich lade jetzt mal einen Spielstand. Da bin ich schon ein bisschen weiter im Spiel. Und zwar hier. Und da kämpfen wir jetzt, das ist eine Aufgabe. Ich kann ja gerade mal Quests zeigen. Zack. Und zwar müssen wir hier die Harpiengefahr lösen. Und zwar steht hier Bloodfeather töten. Und dann eben zu Nazgrel zurückkehren und unsere Belohnung abholen. Und hier haben wir auch schon den Endkampf mit Bloodfeather. Ziemlich fetter Endgegner, Stufe 10, Schaden 65 bis 73, 1000 von 1000. Und hier sind meine Jungs. Entfesselt meine Kraft. Rexa Stufe 3 und mittlerweile der zweite Held, der Schattenjäger. Übrigens sehr coole Sprachausgabe. Hört mal hin. Ich habe einen echten Gruf, Mann. Ich höre euch, Mann. Don't worry, be happy. Da mache ich mich doch gleich auf die Socken. Finde ich ganz cool. Leider war der Name Pinksbierstamm schon vergeben. Ich habe meinen Kopf verloren. War etwa so groß. Ich hatte ihn auf meinem Speer. Sagt Bescheid, wenn ihr ihn findet. Wenn ihr nicht gleich Ruhe ist, dann zeige ich euch mal, wo der Hammer hängt. Ja, auf jeden Fall. Wer das überlebt, darf dann im Zwergwerk schuften. Ganz nett, die Sprachausgabe. Und jetzt beschwöre ich erstmal mit meinem Rexer noch zwei Stachelschweine. Die übrigens an, und das haben viele von euch gewusst, Pumba erinnern aus der König der Löwen. Vielleicht können wir das nochmal zeigen. Gibt es, glaube ich, auch noch eine Extraserie, Pumba und Timon. Ne? So. Entfesselt meine Kraft. Gleich kann ich noch einen beschwören. Und dann greifen wir mal an. So, das soll meine Armee sein. Mit denen müsste ich es eigentlich packen. Entfesselt meine Kraft. Entfesselt die Bestie. So, und dann hole ich den erstmal mit meinem Spinnenweben runter, damit Misha auch angreifen kann. Ich habe einen echten Gruf. Und mein Held steckt ganz schön ein, deshalb heile ich direkt mal. Oh, verdammt, zu spät. Naja, mein Held ist zwar draufgegangen, aber ich habe ein bisschen zu spät geheilt. Aber trotzdem haben wir Bloodfeather vernichtet, kriegen dafür Bloodfeathers Herz, plus 10 auf Beweglichkeit und mein Held ist respawned am nächsten... Bin zur Spurensuche bereit. Regenerationsstein und kann dann auch wieder zur Truppe dazustoßen. Ich wandere allein. Was liegt vor mir? Das war so einer der ersten Endkämpfe, die es in diesem Bonus-Szenario gibt. Ich starte mal ein anderes Safe-Game, auch sehr nett. Und zwar gilt es da, eine Mine in die Luft zu sprengen, mit Hilfe von kleinen Goblins.
Das ist auch ein Auftrag, den wir im Orkdorf bekommen. Und zwar sollen wir hier diese Stützsäulen wegbomben. Das machen wir mit dem Abrisskommando der Goblins, die auch passenderweise vielleicht als Skill Kaboom haben, ja? Oder Kaboom. Was geht ab? Hört sich gut an. So, und ja, natürlich wollen wahrscheinlich auch viele von euch wissen, was kann der Schattenjäger? Können wir uns auch mal gerade die Skills angucken. Und zwar haben wir da zum einen die Heilwelle, sehr nett, ist ein Heilblitz, der auf andere freundliche Einheiten überspringt. Und da sieht man mit Stufe 4 immerhin halt der 425 Punkte und springt noch 6-mal weiter. Dann haben wir die Hexerei. Ja, verwandelt eine Einheit in einen Frosch oder in irgendein Tier. Und hält 45 Sekunden an in der höchsten Stufe. Und dann gibt es den Schlangenschutz, finde ich auch sehr nett, kann ich gerade mal zeigen. Ich glaub, und zwar schon mal haben wir dann so eine Schlange, eine beschwörte Hologrammschlange, sage ich mal, die eben auch schießt und leider aber nur sehr wenig Hitpoints hat. Und zwar 135 und dementsprechend schnell immer weg ist, aber immerhin ganz nett. Kann man einfach so hinpflanzen. Und dann gibt es noch das Ultimate, und zwar sind das die Voodoo-Geister. Steht übrigens in der Anleitung als was anderes. Und zwar beschwört er dann 35 Geister in der höchsten Stufe, die dann die Energie vom Gegner klauen und ihm, also Rokan, zurückbringen. Auch ein sehr nettes Ultimate. Und wie die beiden Ultimates von diesen beiden Helden aussehen, sehen wir uns gleich an. Die habe ich nämlich dann schon in einem anderen Safe-Game auf Level 6 gepowert und zeige euch dann mal die Ultimates. Wie gesagt, das gibt's gleich. Wieso? Du darfst wirklich noch. Ja. Nur weil Sebastian gesagt hat, geh aus dem Bild raus, heißt es noch lange nicht, dass du was machen musst. Jetzt muss ich glänzen. Peggy. Ah, Eddie. Eddie sagte, das wäre ja mal was Neues, wenn ich glänzen würde. Meinte das auch im übertragenen Sinne thematisch. Hey Junge, wie war das? Liberian Girl, ne? Libanese, ne? Naja, lass uns das nicht thematisieren. Ich meine, man sollte nicht auf den Schwächen anderer rumhacken. Und deswegen machen wir das Ganze jetzt als... Tschö, Peggy! Muss nicht gepudert werden, ist in Ordnung. Kriegst auch so dein Geld. Was? Ich glänze schon? Nein, na gut, okay. Echt? Ja? Das ist so schön, unglaublich interessant für euch, ne? Wenn ich mich hier mit jemandem unterhalte, den ihr weder seht noch hören könnt. Okay, ich glaube mir, die Kameraleute werden sie auf jeden Fall nochmal einfangen. Und wir machen derweil weiter mit was anderem. Nämlich mit jeder Menge Gemetzel von untoten Dingern. Also, ich bin immer noch der Bruce Campbell und räume hier mal so richtig auf. Sammel dabei natürlich auch allerlei Potions ein. Hier zum Beispiel habe ich jetzt wirklich gerade sehr, sehr cool mein Maximum Health aufgepowert. Und das braucht man auch wirklich. Das braucht man auch wirklich, weil man verliert sehr, sehr schnell und ziemlich heftig. Suspect in that case. Well, it was me or a bunch of demons from hell. Go figure. Well, that case was closed recently. Anything Anobius we had as evidence is most likely in the trash by now. You're welcome to sift through the bins behind the station. Ah, great. The one thing missing from my day. Come on, I'll show you. Ja, jetzt bekommen wir wieder ein Update für die To-Do-Liste. Ist natürlich nicht so toll, wenn ihr das Englische nicht versteht, aber es bezieht sich auch sehr stark auf die Geschehnisse aus dem Film. Also der erste Teil spielt ja im Wald in einer alten Hütte. Und
da geht es jetzt halt auch darum, dass er ihn erkannt hat als jemanden, der damals ja auch in dem Fall mit verwickelt war, aber letztendlich auch alles storymäßig nicht wirklich wichtig. Ich meine, es ist tatsächlich nur ein Zombie-Metzel-Gedöns-Spiel. Jede Menge Gekröse und jede Menge Blut. Wem es gefällt. Und wem es nicht gefällt, auch gut. Ich bin dann immer mal still, wenn der redet, weil die Kommentare und generell die Dialoge sind schon immer sehr, sehr lustig. Haben sie tatsächlich ziemlich viel Wert drauf gelegt, das auch dem Film gerecht einzufangen. Weil auch in den Filmen hat er sehr, sehr coole Kommentare immer von sich gegeben. Und so Sachen wie Armee der Finsternis. Ist er im Deutschen Armee der Finsternis? Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall lebten die definitiv nicht wegen der tollen Story oder sonstigen Sachen, sondern eher wegen den coolen Sprüchen. Ja, vielleicht noch ein bisschen zu ihm hier selber. Ihr seht, was er da an seiner rechten, an seinem rechten Arm hat. Sieht eigentlich, ups, weg da. Ist eine Kettensäge, die auch sehr, sehr effektiv ist und eigentlich so die Hauptwaffe ist. Und er hat die Hand nicht tief drinne, sondern hat eigentlich die Kettensäge anstatt einer Hand. Er verliert nämlich in einem der Filme seine Hand und macht sich dann halt, ja, einfach mal eine Kettensäge dran. Warum auch nicht? Sehr, sehr praktisch. Man hat aber auch noch jede Menge andere Sachen, die man... Moment. War das? Damn it. Nein. Da haben wir hier noch das komplette Menü. Was man an Items noch hat, hier zum Beispiel Safe Game, habe ich mittlerweile 5, kann also noch mal ein paar Mal safen. Hier, auch sehr, sehr praktisch, Zaubersprüche, von denen es auch noch wesentlich mehr gibt, aber ich habe bis jetzt schon Extra Strength und Lightning, zeige ich euch, glaube ich, zumindest den Extra Strength gleich auf jeden Fall nochmal. To-Do-Liste, Schlüssel zum Park, noch ein Ring und seine S-Mart Name Badge, also der hat ja nicht im K-Mart, sondern im S-Mart gearbeitet. Und wurde dann von den Ereignissen doch wieder überrollt und musste sich dann die Kettensäge wieder in den Arm packen. So, ansonsten können wir natürlich nicht nur mit Shotgun rumlaufen, sondern haben noch eine Schaufel, haben Dynamit und eigentlich zwei verschiedene Shotguns. Aber im Moment habe ich nur noch eine. Die andere ist halt ein bisschen durchschlagskräftiger. Und hier auf der anderen Seite habe ich nur meine Kettensäge. Oh, nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch, genau, die Shotgun wieder zurück. Das ist nämlich doch ein bisschen effektiver. So, wir haben dann auch immer Kombos. Also immer mit A drücken benutzt ihr die Kettensäge. Und mit X benutzt ihr die Schrotflinte. Ihr könnt auch einen sehr, sehr coolen Move so over the shoulder machen. Hier wieder eine kleine Zwischensequenz. Muss er dann die linke Schultertaste drücken und dann macht er so einen Schuss über die Schulter. Jetzt rennen hier alle aus der Kirche raus und da fängt das große Gemetzel an, weil mir jede Menge Zombies auch da rumlaufen. Wir müssen natürlich die Menschen vor den Untoten beschützen, das machen wir auch gleich und bekommen dann einen neuen Auftrag. Das alles gleich bei Evil Dead A Fistful of Boomstick. Es gibt so viel zu tun, ich bräuchte 10 Takes heute. Wir suchen den besten Michael Jackson Song. Ich würde ihn ja auch gerne noch performen, aber ich habe mir überlegt, das ist ja so eine spannende Sache, die Sache mit dem Michael Jackson Song. Wir sollten das über die ganze Woche laufen lassen. Da habe ich auch die Möglichkeit, jeden Abend einen neuen Song zu singen. Ja? Und auf diese Weise irgendwie der Hintertür bei Deutschland sucht den Superstar Staffel 2 mitzumachen. Und darüber hinaus habe ich auch so viel zu zeigen von unserem heutigen Spiel. Ich zeige auch nochmal die Verpackung. Ist seit letzter Woche... Mittwoch oder so raus? Oder wir hatten es, glaube ich, seit letzter Woche Mittwoch auf jeden Fall hier im Studio. The Frozen Throne, das Add-on zu Warcraft 3. 25 Euro, unverbindliche Preisempfehlung. Und da ist wirklich so viel drin. Ich kann es nur wirklich nochmal allen sagen. Ersteindruck göttlich. Selten so ein gutes Add-on gesehen. Ich meine, von Blizzard ist man es gewöhnt. Das Add-on für Diablo 2 war ja auch schon richtig gut. Und
Ich kann nur sagen, Leute, wenn euch Warcraft 3 gefallen hat, dann holt euch auch Frozen Throne, denn da ist nochmal richtig viel drin, sowohl für Singleplayer als auch für Multiplayer. Und wie gesagt, ich bräuchte 10 Stunden, um euch alles zu zeigen, aber ich zeige euch trotzdem ein bisschen was. Und zwar hier ein sehr nettes Savegame, das ich zugesandt bekommen habe. Am Ende fast schon der Ork-Kampagne. So groß ist übrigens dann die Map. Mittlerweile halb überschwemmt. Ich will auch nicht zu viel spoilen, was da noch passiert, aber ihr seht's. Und das ist auch ein ganz großes neues Feature, was ja viele bei Warcraft 3 vermisst haben. Und zwar sind das Seeeinheiten, quasi Standard waren. Und entfesselt meine die gibt Kraft. Es jetzt wieder. Die gibt es jetzt wieder oder neu, wie man es nimmt. Naht. Und hier sehen wir jetzt unsere drei Helden. Mittlerweile ist noch ein Held dazugekommen. Und zwar ist das der Pandaren-Baumeister. Panda-Rennen. Was? Panda-Rennen? Panda? Egal, hier, dieser Panda. Und das ist ein neutraler Held, der gehört keiner Rasse an und hat auch sehr viele nette Eigenschaften. Können wir uns auch mal angucken. Zum Beispiel Feuer-Odem auf Stufe 4, 225 Punkte Anfangsschaden, 30 Punkte Schaden pro Sekunde. Trunkenheit, 50% Bewegungstempo, 95% Chance, nicht getroffen zu werden. Und ein Ultimate, das sich Sturm-Erdfeuer nennt und drei mächtige Pandas beschwört. Haben wir aber noch nicht erforscht, aber vielleicht kann ich mal von Rexa zeigen. Ja, es sind keine Gegner in der Nähe. Hier übrigens sehen wir auch neu Runen. Kann man einsammeln. Und haben dann eben direkt Effekt. In dem Fall Rune der Heilung. Was liegt vor mir? Ich hätte ja jetzt schon ganz gern mal einen Gegner, aber... Ich habe wieder alles schon aufgenommen. Auf der Pirsch. Ich handle instinktiv. Um mal das Ultimate zu zeigen. Ah, da sind wir jetzt. Ich habe Witterung aufgenommen. So, und jetzt mache ich mal hier das Ultimate. Unsere Wege kreuzen. Da seht ihr diese Echsen langgerannt. Und die explodieren halt bei Feindkontakt. Ist natürlich jetzt gegen drei so... Random Creeps nicht wirklich sinnvoll, aber wenn wirklich mal der Bildschirm voll mit Einheiten ist, ihr seht, da kommen wirklich ganz schön viele. Und jedes Mal, wenn die explodieren, je nachdem wie hoch eben die Stufe ist, machen die 80 Schaden. Kann schon recht hilfreich sein im Kampf. Ich bin ja so klug, hier das Ultimate Voodoo-Geister. Kann ich vielleicht auch gleich jagt mal zeigen. Sie raus. Und es stimmt übrigens, dass im Multiplayer bzw. im Skirmish-Mode manche von den Ich wandere allein. Skills anders sind. Ich handle instinktiv. Das habe ich aber nicht gewusst. Entfesselt die Bestie. Mit Fangzähnen und Klauen. Das Inventar ist voll. Unsere Wege kreuzen sich. Ich wandere allein. Auf der Pirsch. Ich höre euch, Mann. Hier sehr schön, diese beschwörenden Geister zu sehen, die jetzt hier überall rum geistern. Aber das sind natürlich Ultimates, sind natürlich eher was für richtig gute Gegner und nicht hier für so Fallobst. Ich habe Witterung aufgenommen. Auf der Pirsch. Ich wandere allein. Ich wandere allein. Was liegt vor mir? Auch sehr schön, Misha ist wieder mit dabei und zwar auf Stufe 4. Jagt sie raus. Stufe 3. Auch bin zur Spurensuche bereit. Unsere Wege kreuzen sich. Ich handle instinktiv. Erinnert so ein bisschen vom Look and Feel von an Diablo 2 Akt 3. Die kleinen nervigen Kobolde aufgenommen. Und Schamane, die Feuer spucken. Auf der Pirsch. Ja, ich lade nochmal ein anderes Spiel. Und zwar vielleicht hier, kurz nach Abschluss der Quests. Oder der ersten Quests, die einen in dieser Kampagne erwarten. Wie gesagt, ich zeige euch auf jeden Fall das Spiel im Laufe der Woche nochmal und dann zeige ich euch die eigentliche Kampagne, die Story-Kampagne. Ich habe mich halt heute den ganzen Tag mit dieser Ork-Kampagne beschäftigt, mit diesem Rollenspiel-Bonus sozusagen. So. Was liegt vor mir? So sieht die Map zum Beispiel, das ist die gleiche Map, die wir eben gesehen haben, nur eben noch nicht überschwemmt.
Hier sind wir im Orkdorf. Und kann ja kurz mal zeigen, ziemlich cool ausgestattet, meine Helden. Hier, Sobi-Maske oder Kapuze der Geschicklichkeit, Kaderstein und so weiter und so fort. Also ich ziemlich coole so Sachen. Groovy, ey, und ich muss schon wieder zu Ende kommen. Mein Gott, das ist aber auch wirklich wenig Zeit. Aber ihr seht es auf jeden Fall, es gibt eine ganze Menge zu zeigen. Ich komme ja kaum dazu, euch irgendwie was näher zu bringen. So voll ist dieses Add-on gepackt mit neuen Features und Einheiten und weiß nicht was. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann surft einfach mal im PC-Bereich. Da habe ich alle Features einfach mal aufgelistet. Libanon, Liberia. Ja, aber Libanese ist aus Libanon. Wie nennt man dann die Menschen, die aus Liberien kommen? Liberianer? Georg, du bist ein elender Klugscheißer und ich hasse dich. Okay. Liberian Girl handelt von einer Frau, die aus Liberia kommt und nicht aus dem Libanon. Hätten wir das auch noch geklärt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis morgen. Ein paar kleine technische Probleme hier im Studio. Ich habe gerade Instruktionen von unserem Chef bekommen, ja, dass ich hier immer irgendwie so ein Kabel rausreiße. Beim Erzählen bin ich so hektisch, beim Erzählen hampel ich hier zu sehr rum. Tanze ich beim Reden Quatsch? Ich weiß gar nicht, wie er darauf kommt. Schauen wir mal nach, was ihr so kodiert und dekodiert habt während der Zeit. Ich kann es ja nochmal erklären, das habe ich ja auch gerade schon so toll hingekriegt. Also, wenn ihr zum Beispiel schreibt, hallo, ihr Lieben. Dann drückt ihr natürlich auf Encode. Er ist französisch, oder? Nee, egal. Und da ist dann der Code. Ja? Den Code könnt ihr dann zum Beispiel kopieren und verschicken und dann fragen sich die Leute, was soll das denn? Ja? Was schickt ihr mir denn hier? Aber dann irgendwann könnt ihr es ja aufklären. Es wird alles ein bisschen spannender, ein bisschen interessanter. Und ja, und die denken, Mensch, der hat sich ja mal was einfallen lassen. So, dann schaue ich mal nach. Von Zumpe 5. Alex, guck mal, das habe ich nur für dich gemacht. Ja, so eine Aussage macht mich ja immer so ein bisschen skeptisch. Ja? Ach, das ist mir viel zu lang hier. Kann ich denn das machen, dass ich nicht seitlich scrollen muss? Oder muss ich das jetzt? Nö, muss ich nicht, oder? Nö. Ich kopiere das jetzt einfach mal. So. Wenn da jetzt irgendwas drinsteht, was ich hier nicht on air zeigen kann, dann packe ich es natürlich gleich wieder weg. So. So, und jetzt auf Decode. Simon ist sowas von, ja, da bin ich doch gleich schon wieder an sowas geraten. Nee, sowas wollen wir natürlich nicht. Müssen ein paar nette Texte rein. Er hat vielleicht recht, aber man muss ja nicht darüber diskutieren. So, was schreibt denn Stan McCloud? Stan McCloud ist ja auch jemand, der öfters was in den Comments-Bereich reinschreibt. Der schreibt, viel zu kompliziert, das Ganze verwirrt mich zu sehr, also lasse ich es bleiben. Ach nee, finde ich nicht. Encode, wenn Aufklärungsbedarf von Thunderstone. Ja, ich könnte jetzt natürlich hier die ganze Zeit so weitermachen. Einen schaffe ich noch. Und eure ganzen Texte hier vorlesen. Aber morgen ist ja auch noch ein Tag und übermorgen. Und es wird bestimmt eine lustige Sache. Oh, der hat viel geschrieben. Der schreibt, hi Alex, deine Tanzeinlage, gerade vorher war echt lieb. Aber das hier ist kein Geheimtext. Das ist der sogenannte Binärcode, auch Computersprache genannt. So denkt auch im Großen und Ganzen der Computer. Ja, schön zu wissen, aber wir können es doch als Geheimtext verwenden. Oder was sagt ihr dazu? Ich denke schon. So, ich gebe euch jetzt noch auf den Weg die letzten Spiele, die ihr im Free-and-Fun-Bereich findet. Und zwar einmal hier ein ganz süßes Schirmchenspiel zum Anklicken. Dann auch weiter unten hier Trail, ein Spiel von Dara. Ja, eine ganz nette 3D-Geschichte, auf dem ihr versuchen müsst, den Ball auf dieser Strecke zu halten. Ganz niedlich, irgendwie was wie Monkey Balls oder so ähnlich, habe ich gerade im Comments-Bereich gelesen. Eure Beiträge sind natürlich auch wie immer erfreut im Comments-Bereich zu lesen. Ich danke euch jetzt schon mal und morgen geht es dann weiter lustig und froh hier im Free-and-Fun-Bereich. Und ich sage ja immer, Free-and-Fun, der macht an.
Michael Jackson, bitte, komm vorbei und sag Eddie, dass er nie wieder deine Musik spielen darf. Es ist fürchterlich. Ich sing voll geil. Er singt, ja, er gibt es sogar selber zu. Du gibst es auch noch zu, dass du singst. Du singst aber nicht, du kreischst. Ja. Ja, fantastisch. Nach diesem Prolog habe ich noch viel mehr Lust auf Evil Dead und muss sagen, ich kann das wirklich nachvollziehen. Eddie. Und da, Eddie, sing nochmal, sing für mich. Na gut, okay, nein, das machen wir natürlich nicht, laufen stattdessen lieber weg. Und machen hier diesen coolen Über-die-Schulter-Abschuss, den ich euch die ganze Zeit schon zeigen wollte. Aber jetzt muss ich hier tatsächlich mal ein bisschen aufpassen, denn... Jetzt kriege ich hier langsam ganz böse einen drauf. Lauf mal ein bisschen hier weg. Weil das passiert wirklich relativ oft, dass man dann von den Zombies überrannt wird. Und man kann zwar auch blocken, aber da denkt man oft im Eifer des Gefechts dann nicht unbedingt dran. So kann man blocken. Eddie, das sollte keine Bestätigung sein, dass wir jetzt Musik anmachen darfst. Tatsächlich nicht. Mann, sowas von unprofessionell. Verdammt nochmal. Na gut, ich muss jetzt auf jeden Fall erst nochmal hier so ein bisschen den Vorplatz aufräumen. Genau, bekomme dann wenigstens auch mal wieder ein Health Pack. Und laufe dann einfach mal in die Kirche rein. Und dann erwartet die nächste Cutscene auf uns. Und immer wenn Ausrufezeichen über dem anderen steht, könnt ihr mit dem reden. Hör mir einfach mal zu. To halt the spread of evil, someone must close all the vortexes which have opened up around the town. Uh-huh. And the standard vortex closing procedure would be? Only pure silver can close a vortex. The valiant soul must find something made from silver, then stand beside the vortex and use the item on it. Well, I'm a valiant soul and all, but I'm fresh out of silver. Have faith, my son. The Lord will provide. I hear a gang of baggers robbed a jewelry store last night. You might persuade them to give you some silver, if they're still alive. Trust me, Padre. Living or dead, I can be real persuasive. One other thing. For our safety, I'll lock the church doors after you go. Use this key to get back in. God be with you. Amen to that, brother. So, und noch mehr auf unserer To-Do-Liste. Wir haben immer mehr Einträge und müssen eigentlich langsam mal anfangen, hier ein bisschen was auch abzuarbeiten. So, haben den Church Key jetzt gekriegt und sollten vielleicht auch... Mann, so drücke ich dann immer den falschen... Oh, da kam jemand. Vielleicht sollten wir ganz schnell mal abspeichern. Na super, bin in Combat gerade. Okay, dann müssen wir das kurz ändern. Außerhalb von Combat begeben und dann nochmal abspeichern. Ups. So, mach mal ein New Save, kein Problem, auf geht's, weil ich habe das Gefühl, dass ich gleich sterben werde. Und dann müssen wir, glaube ich, gucken, dass wir dann an dem Punkt einfach nochmal weitermachen. Okay, und was wir auch noch machen können, ist hier so ein bisschen Extra Strength, kann man immer gebrauchen. Da ist eine ganz kurze Beschreibung. Give yourself the strength of 10 men. Und drücken müsst ihr da einfach nur B und A. Gucken, ob wir das fix hinkriegen. Moment, genau, wir müssen das Buch... Nein, geh weg! Ja, nicht, dass ich es euch gerade gesagt habe, aber zum Glück haben wir ja einen Safe Point und da fangen wir einfach mal von der auch wieder an und gebt... Nein! Ja, schöne Sterbsequenzen, mein Gott, davon kann man eigentlich auch nicht genug sehen, aber dann machen wir jetzt einfach mal verteidigen uns, bevor er zuhauen kann. Und machen dann den Spell, dass wir extra Strength spielen. Eigentlich schön animiert. Wie er dann tatsächlich hier ein bisschen kraftvoller dann zur Sache geht. Also da reicht dann auch ein Schlag mit der Kettensäge. Und dann liegen hier Körperteile. Und wir müssen uns da keine Sorgen mehr drum machen. Natürlich ist dieser Zustand nur vorübergehend. Und wir sollten vor allem... Oh, da, das Herzpack, das kriegen wir. Kriegen wir. Gut. Und du bist jetzt auch weg. Okay.
Und jetzt machen wir uns halt auf, um ein bisschen Silber zu suchen. Hat uns ja der Priester uns gerade erzählt. Wir können natürlich jetzt auch sehr gut das Health Pack benutzen. Wunderbar. Okay, dann ist das Ganze auch ein bisschen entspannter hier. Und machen uns jetzt auf, weil hier irgendwo muss jetzt ein Rocker rumliegen, der ein bisschen Silber zur Verfügung hat. Und damit könnten wir dann die Vortexes zumachen und dann würden wir auch aufhören mit den bösen Zombies, die da rauskommen. Ja, also das Spiel Evil Dead basierend auf der State of Emergency Engine. Geschmackssache. Ich habe ja ein Vote gemacht, bin sehr überrascht über den Ausgang des Votes. Ihr könnt weiterhin im Comments-Bereich über das Spiel diskutieren. Ich muss sagen, definitive Geschmackssache und vielleicht, obwohl es 30 Euro nur kostet, nicht unbedingt sein Geld wert. So geht ein ereignisreicher Abend zu Ende. Ja. Hast du eigentlich da irgendwie so Glitzerzeug in den Wimpern? Nee. Irgendwie sieht das so aus. Ja, das sind Fusseln. Naja, Fussel. Egal, was auch immer. Was du nicht alles siehst. Ja, mal, Eddie. Ich guck dir manchmal tief in die Augen und höre dabei romantische Musik mit Eddie. Aber der singt ja die ganze Zeit. Der hat sich gerade Kopfhörer aufgesetzt und hat gesungen. Wirklich. Erschreckend. Na gut, ich denke, wir müssen zum Ende kommen. Und, ach nee, jetzt auf einmal noch eine Minute. Weißt du, die ganze Zeit sagt die Regie mir gar nichts und dann sagst du auf einmal eine Minute. Naja. Und mir klauen sie die Zeit wieder. Nicht jetzt, was hättest du denn noch sagen wollen, wenn du mehr Zeit gehabt hättest? Vorhin hatte ich was gesagt. Was denn? Vorhin hatte ich mit euch Polonaise getanzt. Eddie und ich waren bereit. Die Zuschauer haben es gesehen. Wir waren schon in Polonaise-Stellung und haben darauf gewartet, dass du irgendwie anfängst. Das glaube ich ja mal, Johannes. Doch, ja? Echt? Ihr habt da gesessen, habt ihr gesagt, nee, nein. Mach dir ein Bild davon, wie Eddie und ich da gesessen haben. Wir haben nur noch darauf gewartet, dass du vorne anfängst, weil wir sind zu blöd, um selber dann loszulaufen. Ach, dann holen wir das nach. Ja, da nagel ich dich jetzt drauf fest. Naja, lassen wir uns überraschen. Bis morgen ist sowieso alles vergessen. Und Eddie steht auf seinen Fußspitzen. Oh mein Gott. Das sind Sachen, die ich gehofft hatte, in meinem Leben nicht nochmal sehen zu müssen. Morgen seht ihr aber etwas, was eigentlich jeden Tag sehen könntet. Nämlich Giga Games. Und da haben wir wieder tolle Sachen für euch. Unter anderem im PC-Bereich einen ziemlich durchgedrehten PCler, der, glaube ich, morgen mit einem Glitzerhandschuh hier auftauchen wird. Und das Spiel Painkiller präsentiert. Das Ganze ist ein Ego-Shooter, natürlich wie der PC-Bereich häufiger. Oh Mann, Eddie, er ist verloren. Ja. Glaube, hoffentlich haben wir morgen auch noch einen weiteren neuen Netzreporter, weil Eddie, glaube ich, das nicht mehr macht heute. Wollen wir alle von drüben rüber. Auf jeden Fall Painkiller präsentiert er. Dann gibt es im Konsolenbereich Midnight Club 2 für die Xbox und noch die ganzen Wrestling-Movies, die ich euch heute versprochen habe. Und im Max-Bereich gibt es eine Action-Battlefield-Mod. Brandaktuell, so aktuell, dass ich selber gar nicht weiß, worum es genau geht. Also morgen einschalten und Eddie, ich mach dir echt deine komische Soundkarte raus.